Als Florian Winter und Marc Westerhofen einem anonymen Anruf wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses folgen, bietet sich ihnen ein tierischer Anblick. Hey, was ist mit dir denn los? Ich nehme mich jetzt mal gerade in die Leine, mein Freund. Ja, ja. Hey, bist du noch ganz dicht hier oder was? Benimm dich. Hey, benimm dich. Hey. Warte. Leg dich mal auf den Bauch. Leg dich hin. Hinlegen. Okay. Bleib mal unten, mein Freund. Bleib erst mal unten. Ich hab... Was ist mit dem nicht in Ordnung hier? Ich weiß es nicht. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig, okay? Hier, sprich mal mit uns. Was ist denn los? Wie heißt du denn überhaupt? Was? Das stört, das ist ja nicht normal. Was kennen ist denn Sie mit den? Dem los? Kennen Sie ihn? Nein, aber die Leine, die der um den Hals trägt, das ist die Leine von meinem verstorbenen Hund. Da frage ich mich gerade, wie der da rankommt. Wo war die Leine denn? Bei mir im Haus, in meinem Haus. Und die Schütze von den Inline-Schonern, die sind von meiner Tochter, ihren Inline-Skatern. Ich frage mich gerade, wie dieser Mensch dazu kommt. Ja, ist gut. Bleib mal ruhig. Die Sachen nicht von mehr mir alle. Hier. Ja, also, sehen Sie, der hat mich verletzt. Der hat mich gebissen. Ich ruf mal eine RTW. Da ein Menschenbiss weitaus gefährlicher ist als der eines Tieres, muss die Frau dringend medizinisch versorgt werden. Unterdessen lässt sich der Angreifer kaum bändigen. Pass auf, du beißt jetzt ehrlich, nicht, ne? Ich muss jetzt ein bisschen an, lachen, ne? An. Willst du uns verarschen oder was? Ey, ob du uns verarschen willst, pass auf, nachher beißt er dich. Ja, ich hab Handschuhe extra an. Ja, hör mal auf, ne, Jung? Du beißt dich auf gar keinen Fall rum. Hi, ich denke mal besser, guck mal bei ihr oder einer von euch. Okay. Sie ist Menschenbiss, rechte Wade. Und vielleicht einer mal bei ihm gucken. Entweder hat er sie nicht mehr alle oder der hat irgendwie was eingeworfen. Obwohl die Sanitäter den jungen Mann sofort im Rettungswagen fixieren, ist der Angreifer unberechenbar. Zu groß ist die Gefahr, dass er auf die Einsatzkräfte losgeht. Könnt ihr dem irgendwas geben, damit der ruhig ist? Weil ich will den nicht hier alleine sitzen lassen. Ne? Der macht nachher einen Flitzer. Ja, könnt ihr uns einen Streifenwagen noch zur machen Verstärkung holen? Wir holen einen zweiten noch, weil wir müssen uns erstmal um Sie jetzt gleich noch einmal kümmern hier. Und dann würde ich sagen, wir holen noch einen zweiten. Okay, so ist er ja momentan. Kannst du noch ein zweites Einsatzmittel holen? Ich bestell einen, ja. Ja, nur mal einen dazu, dann fahren die mit dem hier. Ja, genau. Ne? So ist er ja fixiert, da kann er nicht raus. 31. Kannst du noch einen weiteren Wagen hinschicken? Wir fixieren den richtig aus. Die Beine noch fest, dann ist der ganz ruhig. Moment. Pass auf mit deinen Handschuhen, der beißt du durch. Ja, so. Ja, dann machen wir das so, dann sollen die sich beim RTW melden und wir sind jetzt erstmal noch bei der verletzten Frau und dann gucken wir mal, wie es mit der weitergeht so und dann können die ja dann nachher den RTW übernehmen. Um meine Tochter, weil dieser Gestörte hatte die Schützer von meiner Tochter an Arm und Beinen. Wie kommt der denn nur das ran? Weiß ich, das möchte ich jetzt wirklich auch können gerne Sie? Wissen. Und die Leine ist aus meinem Haus von meinem verstorbenen Hund. Ich möchte wissen, was Versuchen mit meiner Sie Tochter mal, ist. Versuchen Sie mal, Ihre Tochter mal zu erreichen. Haben Sie ein Handy dabei? Die nee, leider oder nicht, sowas? Aber wir waren jetzt zu Hause verabredet. Alles klar. Wir wollten essen miteinander, die müsste zu Hause sein. Wenn Sie jetzt gleich erstmal ärztlich versorgt sind, der Kamerad ist jetzt erstmal da drin, halt, dann würde ich sagen, da gehen wir mal kurz mal gucken, wo Ihre Tochter ist. Vielleicht ist sie im Haus dann. Ich möchte das abklären, weil das macht mir jetzt zu schaffen. Der Wunde ist noch alles gut, aber die muss nach Tetanus gecheckt werden. Das heißt, wann braucht ihr sie wieder? Können wir sie gerade mal... Es muss noch ein RTW kommen. Wir müssen mit dem aber wir können mit ihr gerade mal kurz ins Haus. Ja, so viel Zeit haben wir noch, weil wir vermissen ja noch die Tochter. Mir wäre es lieber, wenn wir jetzt kurz nach meiner Tochter schauen. Ja, machen wir jetzt sofort. Die Leine und die Gelenkschoner sind besorgniserregende Zeichen. Der völlig durchgedrehte Mann muss sich im Haus und damit in der Nähe der 17-Jährigen aufgehalten haben. Die Jacke ist die von auch noch keinem hier. Okay. Die Tasche gehört auch nicht zu mir. Also da, was ist denn, was steht ist das was von ist Ihnen denn da? Vielleicht? Nein. Irgendwas gegessen? Hier ist das Handy von meiner Tochter. Also sie muss auf jeden Fall hier in der Nähe sein. Also das Handy ist da, sie muss auf jeden Fall im Haus sein. Naila? Wir gehen nochmal hoch. Ja, also auf jeden Fall muss sie da sein. Aber was das hier ist? Mal nach gerade mal oben gucken gehen, ist sie vielleicht oben? Ja, gehen Sie bitte nach oben in die erste Etage. Das erste Zimmer ist Ihr Kinderzimmer. Doch auch dort fehlt jede Spur von der 17-Jährigen. Wenig später machen die Polizeioberkommissare im Wohnzimmer eine beängstigende Entdeckung. Die gehören ja nicht in meinen Raum. Halt, kommen Sie mal, halt zurück. Hier ist Blut. Ach du, oh mein Gott, was ist hier los? Hier ist Blut. Also ich möchte jetzt hier sofort wissen, was jetzt hier passiert. Naila, bist du irgendwo hier? Joghurtbecher. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Aber was haben Sie denn hier? Joghurt mit Pilzen. Was ist das denn? Was ist das denn?
Ein bisschen eklig, ne? Das ist nicht von mir. Also definitiv, das ist auch gar nicht die Sorte, die ich sonst immer kaufe für Naila. Das hat mit uns gar nichts zu tun. Draußen der Typ, der hat sie nicht mehr alle. Und Pilze wird ja tendenziell dazu passen. Das sieht also nicht gut aus. Der Rucksack gehört auch nicht zu uns. Der Rucksack meiner Tochter steht draußen im Flur. Also ich will jetzt wissen, was jetzt hier los ist. Also das ist mir jetzt langsam wirklich... Romeo und Julia. Was ist das denn? Was sind das für Sachen? Reklamheftchen. Noch nie gesehen, die Sachen. Sagt mir gar nichts. Ja. Sagt mir überhaupt gar nichts. Wie gesagt, also ich kenne den Bekanntenkreis, den Freundeskreis von Naila, den kenne ich in- und auswendig. Wir vertrauen uns hundertprozentig. Also wir sagen uns auch alles. Die Leute, mit denen meine Tochter Kontakt hat in ihrer Freizeit, die kenne ich alle. Aber diese Sachen hier sagen mir gar nichts. Das ist der doch von draußen, guck mal. Ist das der von draußen? Jakob Lübkes. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe den nie gesehen im Leben, den Jungen. Nachdem Florian Winter die Personalien des jungen Mannes gecheckt hat, weiten die Beamten die Suche nach der Tochter in den Garten aus. Mama. Mama hört sich. Da hat jemand gerufen. Hallo? Hier ist jemand. Hallo, die Polizei ist hier. Hier sind wir von der Tür weg. Die Polizei ist hier. Wir sind hier Polizisten. Ja, okay. Der ist schon lange weg. Keine Bange. Den haben wir schon. Ich mach mal auf, ja? Kommen Sie mal raus. Mama? Sind Sie gebissen worden? Ist gut, alles gut. Ja, ist gebissen worden. Was ist denn passiert? Beruhig dich. Was ist mit deinem Arm? Was hast du da am Arm? Was ist passiert, Naila? Alles gut. Jakob ist weg. Ganz kurz, wir müssen mal ganz kurz mit Ihnen sprechen. Wir wissen, dass er jetzt sehr aufregend war und auch für Sie sehr unangenehm durch die Verletzung. Der Herr ist weg. Der Herr, in Anführungsstrichen, der Hund. Ja. Kennen Sie uns? Den überhaupt? Ja. Jakob heißt ja, er, ne? Ja, genau. Also wir, was ist mit dem passiert? Der hat's ja nicht. Ich denke, der ist ja sonst nicht so, oder? Nein, wir haben uns auf einer Party kennengelernt vor ein paar Wochen und jetzt hat er mir geschrieben und wollten wir uns heute treffen. Ganz ruhig. Und ja, und dann hat er halt gesagt, ja, er holt mich ab und dann kam er hier hin mit, oh mein Gott, Aaron ist ja auch noch und... Also er kam mit jemand anders hier hin. Ja, genau. Zweiten. Und dem Aaron, den gibt's ja noch schlechter als mir. Was haben die genommen? Aaron? Was haben die da genommen? Was sind da für Joghurtbecher drin mit den Pilzen da drin? Ich weiß nicht, ich hab... Hast du davon auch was gegessen? Nein, Mama, wirklich, ich hab nichts. Nein, ich nehme keine. Aber du weißt schon, was das ist, ja? Das weißt schon, ne? Nein, ich weiß, irgendwelche Drogen wahrscheinlich. Ich hab noch versucht, ihr aufzuhalten, dass sie das nicht nehmen. Dieser Aaron, ist das der Einzige, der noch dabei war mit dem Jakob? Ja, ja, genau. Und der hat das auch gegessen? Ja, die... Ganz sicher, ja? Ja, genau, weil die fing nach einer halben Stunde an, komisch zu werden. Ganz ruhig. Wir müssen jetzt gucken, wo der ist, weil wenn der auch noch irgendwo... RTW ist auf dem Weg, wir gucken jetzt gleich mal Aaron, wo der sein könnte. Das Einzige, wo wir noch nicht geguckt haben, ist im Keller. Mark Westerhofen und Florian Winter folgen der Spur in den Keller des Hauses. Die deutet darauf hin, dass der vermisste junge Mann bereits große Mengen Blut verloren hat. Liegt einer? Ach du Schande, der ist ja völlig daneben. Aaron? Okay. Hast du Rex und Obelix denn da? Genau, die sind da. Du bist der Aaron, ja? Ja. Du bist auch gebissen worden. Ey, wie viele RTWs brauchen wir hier denn in seiner Hosentasche. Irgendwas Größeres drin. Aaron, alles gut. Alles klar. Das sind wahrscheinlich unsere besagten Pilze, ne? Boah, alles klar. Dann würde ich so machen, dann gehe ich hoch, weiß den RTW ein. Die sollen direkt einen runterschicken. Von ihm geht jetzt erstmal keine Hilfe, keine Gefahr aus. Ich guck nur, dass der wach bleibt hier und dann schickst du mir einen runter von denen gerade. Ich brauche auf jeden Fall noch einen hier. So machen wir das. Abendessen bleibt ihr aber. Ja, wir bleiben zum Abendessen. Genau, da gibt's Suppe. Genau. Geht's dir denn gut? Schön wach bleiben, ne? Lass mal deine Augen mal gucken hier. Ach, wie ist das? Alles klar. Hat der Jakob dich gebissen? Du weißt gar nichts mehr, ne? Alles klar. Schön wach bleiben, ne? Ja. Krankenwagen ist auf dem Weg und dann wirst du gleich erstmal behandeln, dann geht es dir nachher wieder besser, okay? Aber schön wach bleiben. Ja, ist natürlich eine Situation, die so nicht alltäglich ist. Wir haben jetzt hier Personen mit Bisswunden, Menschenbisswunden, sehr gefährlich. Konsum von Betäubungsmitteln, hier von diesen Haschpilzen, absolut unkalkulierbares Risiko. Und jetzt müssen wir natürlich schleunigst zusehen, dass die auch hier behandelt werden, die Leute. Die Jugendlichen müssen sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzung verantworten. Keiner der Verletzten hat von den Bissen bleibende Schäden zurückbehalten.